Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, Drucksache 19/4263. Eingebracht wird der Gesetzentwurf von Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Und ich bitte um etwas mehr Ruhe, meine Damen und Herren. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, das ist ein bisschen schwierig. Einen kleinen Moment. Bitte ein wenig mehr Ruhe. Man muss auch Frau Schott verstehen. Ein bisschen schwierig, nach dieser Debatte wieder zu den ganz lebenspraktischen und geerdeten Dingen zu kommen, fällt auch mir schwer. Das Thema Kindertagesbetreuung ist uns so wichtig, dass es richtig ist, dass wir hier im Landtag fortlaufend darüber reden. Wichtig ist es deshalb, aber insbesondere deshalb, weil die Situation unbefriedigend und ungerecht ist. Unbefriedigend wird die Qualität der Kinderbetreuung. Unbefriedigend deswegen, weil der finanzielle und der politische Druck auf die defizitären Kommunen zur Senkung der personellen Ausstattung führt. Einen besonderen Bärendienst leistet dabei der aktuelle Kommunalbericht des Rechnungshofes. Dieser sagt den Städten deutlich, dass sie ihren Zuschuss für die Kinderbetreuung senken sollen, und zwar durch die Verringerung von Fachkräften, die Erhöhung der Elternbeiträge und die Reduzierung der Schulkinderbetreuung in Kitas. Beim letzten Punkt könnten wir sogar noch mitgehen, wenn das Land gleichzeitig dafür Sorge tragen würde, dass wir echte Ganztagsgrundschulen in Hessen in einer nennenswerten Zahl hätten. Bei der Verabschiedung des KiföG wurde deutlich gesagt, dies sei nur ein Mindeststandard. Dazu ein Zitat aus der damaligen Beratung von Frau Wiesmann. Sie haben damals gesagt, Frau Wiesmann, wir schaffen zusätzliche finanzielle Spielräume, damit je nach Ausgangssituation vor Ort der Mindeststandard erreicht werden kann, bereits darüberliegende Standards aber gehalten oder weiter verbessert werden können. Unsere bürgerliche Politik regelt das Unabänderliche, den Mindeststandard, das Unverzichtbare nämlich, und sie erleichtert das Wünschenswerte, den tatsächlichen Standard vor allem, aber überlässt sie die konkrete Entscheidung im Einzelfall denen, die es vor Ort am besten beurteilen können. Das waren Ihre Worte. Ich kann mich erinnern, dass die damalige Opposition deutlich davor gewarnt hat, dass niedrigere Mindeststandards festzuschreiben, gefährlich ist, weil den Kommunen das um die Ohren gehauen werden kann. Und genau so ist es gekommen. Das zeigt jetzt der Bericht des Rechnungshofes. Der rechnet jetzt vor, dass das Ergebnis der Kommunen verbessert werden könnte, wenn die Kommunen und Kreise keine höheren Standards anbieten würden, als das KiföG festgeschrieben hat. Er kritisiert auch die Kommunen, die mehr Personal eingestellt haben, als sie in ihren Standards festgehalten haben. Aber bitte erklären Sie doch einmal, was sollen Sie tun, wenn das Kind jetzt z.B. 3 Jahre alt wird, und es passiert ja andauernd, und nicht nur bei einem Kind, und sich dann der Fachkräftefaktor von 0,2 auf 0,07 verringert. Wenn dies bei 25 Kindern passiert, dann hat die Kita 3,25 Erzieherinnen, die überflüssig sind in ihrer Denke. Und die können Sie dann heimschicken, oder was? Oder Sie sagen allen, ihr arbeitet sofort nur noch 13 Stunden oder pro Woche, oder leider kriegt ihr dafür natürlich auch keinen vollen Lohn, und ihr müsst euch überlegen, wo das restliche Geld zum Überleben herkommt. Mal abgesehen davon, dass die Kommunen das nicht machen können und nicht wollen, wenn sie festangestellte Mitarbeiterinnen haben. Sie können auch nicht Kinder beliebig herzaubern und die älter werdenden Kinder sofort durch neue ersetzen. Das geht auch räumlich gar nicht zu organisieren. Also wie bitte schön soll das funktionieren? Aber das ist der Alltag vor Ort. Das Konstrukt ist deshalb an sich schon makaber. Das aber jetzt auch noch zum Ausgang zu nehmen, die Kommunen zu kritisieren, die sich um eine qualitativ hochstehende Kindertagesbetreuung bemühen und die alles daran setzen, ihr Personal zu halten. Denn auf der anderen Seite wird ja auch wieder Personal abgeworben von anderen Kommunen, weil es einen Mangel gibt insgesamt. Und sie müssen die Arbeitsbedingungen erträglich gestalten. Das ist für die Kommunen eine völlig unlösbare Situation. Ich finde es unerträglich, dass das pädagogische Personal in hessischen Kitas tatsächlich keine Sicherheit hat, oft nicht weiß, wie viel Geld in den nächsten Monaten verdient wird, wie viele Stunden sie arbeiten. Und das ändert sich mit den Zeiten, die von den Eltern gebucht werden. Und die Eltern orientieren sich dabei ganz häufig auch an der Höhe der Elternbeiträge. Und
glauben Sie mal nicht, das sei kein Thema da draußen. Und Sie werden wieder sagen, das ist ja sowieso gebührenfrei für Eltern, die wenig Geld haben. Gerade eben war hier das Gespräch mit den Frauen, die alljährlich zum Frauenseminar über das Büro F kommen. Und was war eine der ersten Fragen? Was wollen Sie gegen die Altersarmut bei Frauen tun? Wann schaffen Sie es endlich, Kinderbetreuung so zu organisieren, dass Frauen weiter ihr Leben lang erwerbstätig sein können, damit sie eben nicht altersarm werden? Und wann kommen die Gebühren für diese Kitas weg? Das waren die realen Fragen, die eben von ganz realen, ganz zufällig hier anwesenden Frauen gestellt worden sind. Und das Büro F ist bestimmt nicht die Vorfeldorganisation, die uns als Linke hier die Frauen in den Landtag schickt, um diese Fragen zu stellen. Stattdessen werden aber real in den Kommunen die Betreuungszeiten reduziert. Die Kinder werden von den Eltern reduziert, die Kinder werden vom Mittagessen abgeholt und in Nachmittagsbetreuung abgemeldet, weil die Beiträge so hoch sind, dass man sie nicht mehr tragen kann oder will. Frauen müssen sich ernsthaft überlegen, gibt Erwerbstätigkeit wirtschaftlich noch Sinn bei den derzeitigen Gebühren, die an vielen Orten genommen werden. Das führt zu meiner zweiten Qualifikation, nämlich ungerecht. Die Beiträge im Land sind völlig unterschiedlich. Wir haben eine Handvoll Kommunen, die in der Lage sind, auf die Elternbeiträge zu verzichten. Aber ansonsten gibt es große Unterschiede. Bereits bei den 12 Kommunen in der vergleichenden Untersuchung, die der Rechnungshof gemacht hat, gibt es eine Diskrepanz zwischen 144 und 410 €. Im Prinzip für dieselbe Leistung. Also sagen Sie bitte nicht, das sei gerecht. Wir haben Land auf und Land ab Proteste und Ärger wegen der Elternbeiträge. Das müssen aber in erster Linie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Kommunalpolitiker ausbaden. Das hat die hessische Landesregierung ganz geschickt eingefädelt. Sie sagt, die haben die Kompetenz, die haben aber auch den Druck vor Ort. Und die haben jetzt den Stress, weil sie nämlich die Gebühren erhöhen müssen und die Eltern hoch unzufrieden sind. Das geht nach dem Motto Teile und Herrsche. Und da lobe ich mir Bürgermeister, die das auch immer wieder benennen. Zum Beispiel gibt es da Herrn Kötter der Gemeinde Wölfersheim, der immer wieder deutlich macht, dass Kommunen mehr Geld für die Kinderbetreuung vom Land brauchen. Und er ist dann nicht der Einzige. Geld, um die Elternbeiträge abzuschaffen, um das Defizit der Gemeinden zu senken und um die Qualität der Betreuung weiter zu verbessern. Bei 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen kostet die Kitas ungefähr 2,5 Millionen €. Die Gemeinde zahlt davon 70%. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Linke in Wölfersheim die Mehrheit hat. Und trotzdem hat die Gemeinde genau die Punkte genannt, die für unseren Gesetzantrag ausschlaggebend waren, den wir Ihnen jetzt in veränderter Form vorlegen. Wir legen Ihnen den Antrag deshalb noch einmal vor, weil wir in der sehr interessanten Anhörung, bei der die meisten Anzuhörenden sich positiv auf unseren Antrag bezogen haben, dazugelernt haben. So etwas soll es gerüchteweise hier im Landtag geben. Und danach einige wenige Modifikationen vorgenommen haben. Wir müssten dafür auch keinen neuen Gesetzentwurf einbringen, wenn es hier nicht so eine Sturheit in diesem Haus gäbe, dass es eben nicht möglich ist, dass eine einbringende Fraktion ihren eigenen Gesetzentwurf wieder ändern kann. Aber wenn Sie es so haben wollen, werden wir das jetzt und auch in Zukunft so handeln. Wir werden uns nicht abgewöhnen, zuzugehören. Wir werden uns nicht abgewöhnen, unsere eigenen Anträge zu verändern. Dann gibt es eben wieder eine erste Lesung und wieder eine zweite Lesung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Sie haben es nicht anders gewollt. Wir bleiben dabei. Die Pauschalen müssen erhöht werden. Die Elternbeiträge sollen abgeschafft werden. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Beratung und was die Anzuhörenden dann zu sagen haben werden, die wir ja sicherlich wieder hören werden, um zu sehen, ob das jetzt so ist, dass man es dann tatsächlich in die Tat umsetzen kann. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Wissmann von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Zuhören haben wir es heute auf der linken Seite des Hauses nicht immer so richtig gehandhabt. Aber ich will es gern versprechen, dass ich auch einer zweiten Anhörung zu einem sehr ähnlichen Gesetzentwurf, den Sie heute einbringen, auch wieder zuhören werde, dann zu gegebener Zeit und im angemessenen Rahmen. Wir gehen auf Weihnachten und den Jahreswechsel zu, so wollte ich eigentlich anfangen, und sind die meisten von uns doch etwas milde und verständnisvoll gestimmt. Und in dieser Stimmung habe ich Ihren zweiten Versuch einer Neuregelung des KiföG auch tatsächlich vor einigen Tagen gelesen und will die Sache auch nach der ebenso geführten Diskussion mit gutem Willen und etwas vielleicht auch Humor angehen.
Ich gehe darüber hinweg, dass Sie eben den Begriff makaber verwendet haben für unsere Politik, mehr und zwar erhebliche Mittel und mehr Qualität in die Kinderbetreuung in diesem Lande zu bringen. Es waren viele Anmerkungen von Ihnen aber auch zum wiederholten Male hier gefallen, sodass ich mich jetzt noch einmal ganz konkret mit Ihren Vorschlägen befassen möchte. Neu ist nicht sehr vieles davon. Erstens. Sie schreiben nicht wörtlich, aber dem Sinne nach, Kita-Beiträge sind des Teufels und werden verboten. Sie sind jedenfalls nicht mehr vorzusehen. Die Grundposition meiner Fraktion dazu habe ich hier schon dargelegt. Fast so oft, Herr Merz, übrigens, wie meine Neugier zum Thema Familienzentren. Deshalb will ich es heute nicht noch einmal tun. Ich will mich auf zwei Aspekte beschränken, die mir gerade angesichts Ihrer Autorenschaft von der Linkspartei besonders relevant erscheinen. Erstens. Wir sind der Auffassung, dieser Ihr Gesetzentwurf, auch der zweite, wäre faktisch ein gewaltiges Subventionsprogramm für Gutverdiener, die mit ihren Beiträgen von landesdurchschnittlich 15% doch erheblich zu den großen und ja auch notwendigen Investitionen in gute Kinderbetreuung beitragen. Sie können beitragen, sie müssen es, so denken wir, oder sollten es, und viele wollen es sogar auch. Und es kann eigentlich kaum gerade Ihr eigener Ernst sein, dass so, wie Sie es vorschlagen, zu ändern. Und es wirft die Frage auf, ob nicht hinter der Fassade des sozialen Gewissens, die Sie ja, ich sage mal, das soziale Gewissen nehmen Sie gern für sich in Anspruch, doch auch ganz andere Beweggründe sich dorthinter verbergen. Dass es Ihnen vielleicht auch um etwas ganz anderes geht, nämlich die Grenzen der Zuständigkeiten zu verschieben, zwischen Kommunen einerseits und Land andererseits in Fragen der Kinderbetreuung, aber auch zwischen Eltern einerseits und Staat andererseits in Sachen Erziehungsverantwortung. Ich will das nur fragen. Beantworten können Sie das vielleicht auch selbst. Zweitens. Das Gesamtprogramm, das Sie hier vorschlagen, mit diesem so harmlos erscheinenden Entlastungsgesetz, beläuft sich nach Berechnungen unserer Fachleute auf eine Größenordnung von rund 700 Millionen € jährlich. Also die Kleinigkeit einer Verzweieinhalbfachung, ziemlich genau, unseres jährlichen Etats für Kinderbetreuung. Und wer so etwas fordert, der setzt nicht nur die wirklichen Prioritäten auf diesem Feld aufs Spiel, so z.B. die weitere Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, an der wir mit Überzeugung und Nachdruck arbeiten. Wer so etwas ernsthaft vorschlägt, der untergräbt auch unsere Handlungsfähigkeit insgesamt im Angesicht wirklicher Jahrhundertaufgaben. Und da waren heute schon von vielen die Rede, und ich will es gar nicht ausführen. Jeder weiß, was gemeint ist. Zweite Bemerkung. Weiterhin bleibt es auch diesseits der beschriebenen haushalterischen Folgen bei Ihrer Absage an Qualität. Ihr Gesetzentwurf ist wie sein Vorgänger bedarfsungerecht und qualitätsfeindlich. Sie streichen nämlich weiterhin alle Sonderpauschalen, ob für die Arbeit nach dem BEP, für Kitas mit vielen benachteiligten Kindern oder für eingruppige Einrichtungen. Stattdessen schießen Sie mit der Förderschrotflinte, könnte man sagen, unterschiedslos auf Träger und Einrichtungen und stellen sich die Frage erst gar nicht, wo welcher Bedarf herrscht und wen man wie zu intensiverer Zuwendung, geschickterer Förderung oder einfach nur engagierterem Umgang mit der Kinderseele animieren könnte. Allerdings, Sie schreiben den Einsatz des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans kategorisch vor. Da heißt es, in allen Einrichtungen soll das eine wesentliche Grundlage des Handels sein. Das ist tatsächlich etwas Neues, aber nichts Gutes Neues. Denn wenn wir auch dieses Ziel völlig mit Ihnen teilen, wir haben ihn ja auch als CDU nicht, ich persönlich entwickelt diesen BEP, dann würde sich daraus auch wiederum weitere vermeidbare Kosten für das Land ergeben. Und es ist nicht zielführend, denn unsere bisherige kluge Strategie des Werbens, des Anbietens von Qualifizierungsmaßnahmen und des Belohnens durch die Pauschale, die ist erfolgreich, und die verlassen Sie mit Ihrem Vorschlag. Das ist völlig überflüssig. Drittens. Was mir fehlt, aber das ist auch nicht das erste Mal, aber es ist eben wiederum so, ist die Wertschätzung der hessischen Trägervielfalt in der Kinderbetreuung. Und übrigens, über Ihren ersten Gesetzentwurf hinaus räumen Sie mit dieser aus unserer Sicht unbedingt schützenswerten Trägervielfalt gründlich auf. Denn davon ist in Ihrem gesamten neuen Gesetzentwurf überhaupt keine Rede mehr. Der entsprechende Passus im bisherigen § 26, die Aufgaben beschreibend, ist gestrichen. Und auch die erhöhten Grundpauschalen für nichtstaatliche Träger fallen weg. Auch § 26 Absatz 2 fällt einfach so unter den Tisch.
Und ich will sagen, was da drin steht. Man hätte es ja fast übersehen können. Es ist aber auch kein Zufall. Denn die dort formulierte, Zitat, Verantwortung des Trägers der Tageseinrichtung für die Ausgestaltung und Umsetzung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft unter Mitwirkung der Erziehungsberechtigten, Zitat Ende, werden, das wird bei Ihnen ersatzlos gestrichen. Denn diese Verantwortung, und das will ich einfach auch noch einmal vermuten, Sie können ja das Gegenteil dann antworten, sie passt eben nicht in Ihr Weltbild. Die wollen Sie nicht. Sie sind ja auch schließlich die Linkspartei. Sie wollen Erziehung gerade nicht mit Priorität bei den Eltern verankert wissen. Und Sie wollen auch nicht vielfältige, von den Eltern jeweils nach Profil, Neigung oder Bekenntnis frei gewählte Träger, sondern Sie reklamieren die letzte Verantwortung für diese Dinge en passant und ohne weitere Diskussion für den Staat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber ich wollte es heute mit Fassung und vielleicht auch Humor nehmen. Bei dem Humor bin ich mir nicht mehr so sicher nach der Diskussion eben. Ich will jetzt wenigstens auf das hinweisen, was ein Fortschritt ist zwischen Ihrem ersten und dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf. Sie unterscheiden bei dem jetzigen Anlauf immerhin in den Pauschalen zwischen Halbtags- und Ganztagsbetreuung. Und das ist ganz klar ein Verständnisfortschritt. Eine staatliche Förderung nämlich sollte sich am Umfang der geförderten Leistung tatsächlich orientieren. Damit sind wir ausdrücklich einverstanden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es gibt leider nicht so sehr viel richtig Gutes zu sagen über diesen zweiten Versuch, Ihren sozial- und bedarfsungerechten, qualitätsfeindlichen und der Trägervielfalt in Hessen abträglichen Ansatz durch noch mehr Nachdrücklichkeit ins Ziel zu bringen. Als Sie Ihren ersten Gesetzentwurf zurückzogen, da hatte ich die Hoffnung auf eine vernünftige Korrektur. Jetzt stelle ich fest, Wunder geschehen eben immer erst in der Weihnachtsnacht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Das war eine Punktlandung. Sechster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Kollegin Schott, wenn ich auf Ihre Rede angewiesen gewesen wäre, um zu erfahren, was mit diesem Gesetzentwurf beabsichtigt ist, wäre ich nicht so furchtbar viel schlauer geworden. Aber da ich ihn gelesen habe, kann ich die Ziele des Gesetzentwurfs folgendermaßen zusammenfassen. Sie wollen offensichtlich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die Gebührenfreiheit für die Eltern, die Trägerentlastung und die Vereinfachung der Fördersystematik. Alle diese Ziele teilen wir. Jetzt bleibt die Frage, werden diese Ziele mit der vorgeschlagenen Lösung, nämlich mit der Zusammenfassung aller dieser Fragen in vier, jetzt mittlerweile vier Pauschalen gelöst? Meine Antwort ist nein, entweder gar nicht oder nur teilweise. Fangen wir mit der Vereinfachung an. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, man soll immer alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Aber nicht einfacher. Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Ich glaube, dass man, das habe ich beim ersten Anlauf schon einmal gesagt, dass man bei Weiterbestehen des Grundsystems KiföG, insbesondere der Frage bei der Weiterbestehung des Systems der Personalbemessung, über das man viel sagen kann, über das wir auch hier streitig diskutiert haben, ein hochdifferenziertes System, an dem ich viel Kritik habe, dass man bei Weiterbestehen dieses Systems nicht einfach mit vier Pauschalen für vier verschiedene Angebote weiterkommt. Dieser Überzeugung bin ich. Zweitens, Sie haben darauf hat Kollegin Wiesmann schon hingewiesen. Ich habe das beim ersten Anlauf auch gesagt. Ich halte es für nicht in Ordnung, die besonderen Förderbedarfe von Kindern einfach sozusagen hinweg zu eskamotieren und zu sagen, das ist mit der Pauschale, die wir jetzt hier vorsehen, erledigt. Ich halte es auch nicht für in Ordnung, einfach zu sagen, alle sonstigen Sonderbedarfe, auch über deren Ausgestaltung kann man streitig reden. Die Frage der 25-%-Regelung, über die haben wir auch kritisch gesprochen. Aber jetzt einfach zu sagen, das ist mit einer Pauschale erledigt, deren Berechnung Sie uns bis heute nicht dargelegt haben. Sie haben uns die Höhe dieser Pauschalen bis heute nicht transparent und nachvollziehbar dargelegt. Ich glaube auch nicht, dass das geht, dass man das so machen kann, wie Sie es hier machen. Und damit bin ich zweitens bei der Frage der Trägerentlastung. Sie schreiben,
Das Land soll bis in der Begründung bis 2020 alle Kosten der Kinderbetreuung übernehmen. Nun bin ich der Auffassung, dass das schon im Grundsatz falsch ist. Da bin ich durchaus der Auffassung von Frau Wiesmann, vielleicht nicht aus denselben Gründen, aber ich sage Ihnen, warum ich der Auffassung bin, dass die Kommunen durchaus hier in der Verantwortung auch finanziell bleiben sollen, weil ich nicht glaube, dass wir uns als kommunale Mandatsträger, als Gebietskörperschaften, in denen viele von uns Mandate haben, zur bloßen operativen Ebene für Aufgaben machen dürfen, für deren Finanzierung andere verantwortlich sind. Das wird dazu führen, dass wir irgendwann keine eigenständigen Entscheidungen mehr auf der kommunalen Ebene zu treffen haben. Deswegen bin ich. Jetzt reden Sie mir nicht dauernd dazwischen, auch wenn Sie mein Lieblingsminister sind. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, er weiß schon, wie ich das meine. Also, wie auch immer. Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Zweitens, bleiben Sie jede Auskunft darüber schuldig, wie das bis 2020 denn bitte schön geschehen soll. Es steht kein einziger Punkt darüber, ob wir das jetzt vielleicht schon mit den Pauschalen, wie sie jetzt im Gesetz stehen, erreicht ist. Das kann nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Dann müsste aber bitte schön doch ein Stufenplan sein, in dem Sie darlegen, wie Sie bis 2020 tatsächlich die Übernahme aller Kosten durch das Land erreichen wollen. Dann kommt ein drittes Rätsel hinzu. In der Begründung des ersten Entwurfs stand Mehrbedarf für das Land 520 Millionen €. Jetzt steht 260 Millionen €. Jetzt mal abgesehen davon, dass damit eine vollständige Übernahme der Kosten durch das Land ganz sicher nicht erringt ist, erklären Sie mir bitte mal, woher diese Halbierung der Mehrkosten plötzlich kommt. Ich lasse mal die Frage weg, ob die 520 Millionen € für das, was man hier will, auskömmlich sind. Noch mal eine andere Frage. Aber wie man von zu einer Reduzierung um 50 % kommt von einem Gesetzentwurf auf den anderen, bloß weil man jetzt sozusagen vier statt zwei Pauschalen, die aber in ihrem Mittelwert sich ja dann doch wieder treffen, kommt, das ist mir unerklärlich. So, jetzt letzter Punkt. Sie sind relativ klar in der Frage der Gebührenbefreiung. Das ist auch intellektuell einfach. Man streicht den § 32b. B? Ja. Wie auch immer. Sie wissen schon, welchen ich nicht meine. Die Frage aber, Frau Kollegin, ob Sie, wenn dieses tatsächlich Gesetz würde, damit durchkämen, ist eine ganz andere. Meine Prognose ist, wenn dieses Gesetz würde, dann würden wir uns alle vor dem Staatsgerichtshof wiedersehen, weil es zu einer Konnexitätsklage der kommunalen Gebietskörperschaften käme, mit nach meiner Prognose einer relativ hohen Aussicht auf Erfolg. Und dann wäre nichts gewonnen. Weil natürlich damit, solange Sie nicht darlegen, dass die Pauschalen in dieser Höhe auskömmlich sind, sowohl für die Übernahme der Kinderbetreuungsgebühren der Eltern auf der einen Seite und einer tatsächlichen Trägerentlastung auf der anderen Seite, solange Sie das nicht darlegen, ist das natürlich konnexitätsrelevant und würde sicher auch bemängelt werden. Das ist also insofern zusammengefasst. Ich sympathisiere mit dem Anliegen in allen drei Teilen. Ich glaube, dass alle drei Teile erforderlich sind. Aber dieses ist ein ungeeignetes Mittel. Ich bin der Auffassung, dass es nicht verkehrt ist, über die Frage der Trägerentlastung und der Entlastung der Eltern von Kindertagesstättengebühren in einem gemeinsamen Kontext nachzudenken. Ich glaube, dass da viel für spricht, und sich sozusagen einen anderen Weg auszusuchen als über Pauschalen, die entweder erstattet werden müssen oder das Pauschalensystem, das jetzt hier zugrunde gelegt wird. Aber das, um es noch einmal zu sagen, ist, glaube ich, gesetzestechnisch und auch teilweise im Ansatz nicht der richtige Weg. Und deswegen warte ich jetzt mal ab oder warten wir mal ab, was in der Anhörung gesagt wird, wenn dieser Gesetzentwurf allein steht. Ich habe die letzte Anhörung nicht so wahrgenommen, dass alle auf beiden Beinen Hurra geschrien haben zu Ihrem Antrag. Es ging ja im Wesentlichen auch um unseren Gesetzgebungsantrag. Aber warten wir mal ab. Aber ich bin eher skeptisch, was die Erfolgsaussichten dieses Gesetzentwurfs, zumindest was die Zustimmung meiner Fraktion angeht, was das angeht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin der LINKEN immer dankbar, wenn sie uns die Plattform bietet zur frühkindlichen Bildung, zu der Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf hier reden zu können, auch wenn es jetzt ein Wiedergänger ist, weil wir das Thema ja schon einmal intensiv besprochen haben. Aber das haben die Fraktionen, die keine Lösung gefunden haben, dass wir den Gesetzentwurf der LINKEN abändern können, ein Stück weit selbst mit zu verantworten. Dennoch, der positive Teil ist, wir haben noch einmal die Chance, dieses Thema hier ausführlich zu besprechen. Ich muss noch einmal deutlich machen, dass wir jetzt irgendwann auch die Evaluierung des Kinderförderungsgesetzes vorliegen haben werden. Ich hoffe, und vielleicht kann der Minister schon einmal einen kleinen Hinweis geben, aber ich glaube, so schlimm, wie das erwartet ist, welche Auswirkungen es haben könnte, wird es nicht kommen. Ich vermute einmal, zumindest was ich selbst erlebt habe in Kindertagesstätten, dass es auch in Bereichen in Hessen sogar dadurch durch die Mindeststandards zu Anpassungen nach oben gekommen ist. Aber das werden wir eben erst überprüfen können, wenn die Evaluierung dann vorliegt. Ich bin auch immer noch fest davon überzeugt, dass die Förderung sich an Kindern orientieren sollte, wenn sie denn für Kinder gedacht ist, und nicht an den Trägern und in den Einrichtungen. Das ist einfach sozialpolitischer und bildungspolitischer Standard in vielen anderen Bereichen auch. Und natürlich kann man sich darüber streiten, hat man das genug ausdifferenziert. Mehr ausdifferenzieren ist dann oftmals auch mehr Verwaltungsaufwand. Pauschalisiert man mehr, hat man vor Ort mehr Möglichkeiten. Da kann man sich immer im Detail auseinandersetzen. Aber der Grundsatz, dass wir auf die Kinder schauen, auf die Chancen der Kinder, ihre Entwicklungspotenziale, ich glaube, das müsste doch eigentlich mittlerweile in großen Teilen unstrittig sein. Und ich merke ja auch bei Herrn Merz, dass der Furor, mit dem er einmal gegen dieses Gesetz gekämpft hat, etwas nachgelassen hat und er sich, den Realitäten doch jetzt annähert. Ich möchte noch einmal ganz ausführlich auf diese Frage eingehen, welche Bedeutung hat die frühkindliche Bildung, haben die Kindertagesstätten für meine Fraktion, für die Fraktion der Freien Demokraten. Und natürlich spielt das Anliegen, Kindertagesstätten beitragsfrei zu stellen, eine wichtige Rolle bei der Frage gerade der Akzeptanz auch von Kindertagesstätten und auch für die Akzeptanz vielleicht gerade der Bevölkerungsgruppen, die wir da besonders gern sehen würden und die vielleicht in der Statistik momentan auftauchen, aber wir würden sie vielleicht auch ganztags ganz gern in der Kindertagesstätte sehen, um eben den Integrations- oder auch den Förderprozess länger durchführen zu können. Das ist ein wichtiges Thema. Allerdings kann ich Ihnen auch sagen, es gibt heute schon Kommunen in Hessen, die die Kindertagesstätten beitragsfrei möglich machen. Und warum können die das? Weil natürlich der Deckungsbeitrag erfahrungsgemäß der Eltern in vielen Kommunen weit von einem hundertprozentigen Deckungsbeitrag entfernt sind. Und wenn dann eine Kommune vielleicht nur 12-15% Deckungsbeitrag bei den Eltern hat, dann sagt sie, ich will diese 100.000, 200.000, 300.000 € noch übernehmen und stellt das frei, dann können das Kommunen in Hessen auch heute schon, wenn auch wahrscheinlich mit Erhöhung der Grundsteuer oder anderen Themen begleitet, auch heute leisten. Es ist oftmals ein politischer Wille vor Ort. Und da kann ich sagen, da gibt es Kommunen, die äußern den politischen Willen und setzen das auch um. Ich möchte da immer gerne auf die Kommune Rottgau hinweisen, die das ja auch schon vorbildlich durchführt. Guter Bürgermeister, guter erster Stadtrat, der dafür verantwortlich ist, sehr richtig, gute Koalition, funktioniert auch super, hat auch wieder einen Koalitionsvertrag. Also da sind wir uns einig. Aber ich glaube, und da ist der integrierte Ansatz zu sagen, ich möchte die Kommunen in die Lage versetzen, diesen Spielraum zu nutzen, vor Ort zu sagen, wie gestalte ich die Beiträge? Und wie gestalte ich die Qualität, wie gestalte ich die Öffnungszeiten, den Kommunen dort mehr Möglichkeiten zu geben, indem ich eben die finanzielle Unterstützung der Kommunen insgesamt erhöhe. Ob ich dann mich wirklich am Ende darauf fokussiere, es nur bei den Elternbeiträgen abzuarbeiten, oder eben sage, dieser gesamte Bereich
bedarf mehr Unterstützung. Und die Kommunen, und das sage ich auch an dieser Stelle immer wieder, sind ja eigentlich der Lastesel der gesamtlichen staatlichen Verwaltungsaufbau an der Stelle. Die Kommunen ermöglichen den Familien, dass eben beide Partner arbeiten gehen können. Und damit entstehen für den Staat enorme Einnahmen. Das ist so. Und an den Kommunen bleiben aber nur 15% der Einkommensteuereinnahmen hängen. Das heißt, die Leistung erbringen die Kommunen zum Großteil aus eigenen Mitteln. Und an der Rendite ist vor allem, und wer sich bei diesen Steuerverteilungen ganz gut auskennt, insbesondere der Bund, aber auch das Land, der Begünstigte, der besonders Begünstigte. Und daher besteht natürlich auch einfach ein logischer Grund, die Kommunen dort stärker zu unterstützen. Ich würde es aber gerne doch in letzter Konsequenz in die Hand der Kommunen geben, wo sie den höheren Handlungsdruck sehen, bei der Frage der Öffnungszeiten, bei der Frage der Qualität oder bei der Frage der Beitragshoheit. Von daher ist eine Überlegung, hier die Kommunen besser zu unterstützen, glaube ich, entscheidend. Wir haben bei der Frage der frühkindlichen Bildung eine der Zukunftsfragen in unserem Land und auf dem Tablett, auf dem silbernen Tablett. Und wir müssen diese Zukunftsaufgaben meistern. Und es ist sehr traurig, dass diese Koalition aus CDU und GRÜNEN in dem Bereich überhaupt nichts zu bieten hat, dass hier gar nichts getan wird, dass keinerlei Investitionspotenzial oder Bedarf gesehen wird, sondern das bisschen oder diese Entwicklung, diese grundsätzlichen Entwicklungen in der frühkindlichen Bildung voranzukommen, den Übergang von Kindertagesstätte zur Grundschule zu verbessern, das, was an Vorarbeiten in der letzten Legislaturperiode geleistet worden ist, das haben Sie sogar noch stillgelegt. Dort machen Sie nichts, dort machen Sie einen Rückschritt. Dort haben Sie sogar, glaube ich, die Evaluation und die Beobachtung eingestellt. Das ist sehr schade, weil Sie sich damit Zukunft verbauen. Wir sollten wissen, dass unsere Kommunen Bildungsorte sind. Kommunen sind Bildungsorte. Dort stehen Bibliotheken, dort sind Musikschulen, dort gibt es vielfältige kulturelle Angebote, und es gibt die Bildungseinrichtung Kindertagesstätte. Und deshalb sind wir in der Pflicht, als Land den Kommunen die Möglichkeit zu geben, diese Bildungsstätten auch angemessen zu entwickeln. Und da, glaube ich, brauchen wir einen Konsens zwischen Land und Kommunen, wie wir das gemeinsam nach vorne bringen können. Denn am Ende geht es um die Chancen unserer Kinder. Es geht um die Chancen jeden einzelnen Kindes hier in Hessen. Und das ist aller sozusagen Anstrengungen mehr wert. Und von daher möchte ich Sie alle bitten, bei dem Thema vielleicht und vor allem die Regierungsfraktion doch noch einmal in den nächsten anderthalb Jahren sich durchzuringen, hier Geld zu investieren. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Vielen Dank. Hier Geld zu investieren und hier doch politische Schwerpunkte zu setzen, das wäre für die Kinder in unserem Land ganz wichtig. Und das ist auch eine politische Verpflichtung. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf hat zwei Stoßrichtungen im Wesentlichen, die Anhebung von Pauschalen und einzelnen Qualitätskriterien und zum Zweiten die Kostenbefreiung von der Kosten der Kinderbetreuung für Eltern. Ich glaube, wir haben das Thema ja schon öfters diskutiert. Zum Thema Kostenfreiheit will ich noch einmal sagen, das Ziel ist ein richtiges. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages muss Bildung kostenfrei sein. Die Frage ist, in welchem Zeitraum man das macht, in welcher Prioritätensetzung man das macht und wie man einen bestimmten historischen Rückstand, den man aufzuholen hat, wie man bei so einem historischen Rückstand finanzpolitische Prioritäten setzt. Das Beispiel Schule wurde ja genannt, aber das deutsche Schulsystem ist ja nun seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg in ordentlichem Aufbau. Ich will es jetzt einmal so datieren, das gibt es schon länger. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir ein Schulsystem, das regelmäßig aufgebaut wurde. Und wir haben in der Kinderbetreuung eigentlich von den gesetzlichen Standards erst in den letzten 20, 25 Jahren damit angefangen, eine Professionalität einzuführen, die den Namen auch dann tatsächlich verdient. Insofern haben wir da einen Nachholbedarf. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren, kann man sicherlich darüber streiten,
welches ein oder andere Gesetz unglücklich war. Wir haben ja das KiföG als GRÜNE auch in der Form so abgelehnt und haben massive Verbesserungen gefordert. Die Diskussion ist ja nicht neu. Die CDU hat noch in ihrer dritten Lesung selbst deutlich nachgebessert. Es bleiben nach wie vor noch Veränderungsbedarfe. Wir werden ja, haben wir gehört vom Herrn Minister, noch im Dezember in einer Antwort auf eine mündliche Frage gehört, noch die Evaluation zum KiföG in diesem Jahr erhalten. Und dann finde ich, wird es ganz besonders spannend und auch sehr zielführend sein, was die Ergebnisse in dieser Evaluation ergeben, weil dann wird man in Ruhe darüber reden können, welche Ziele sind erreicht worden, welche Ziele sind nicht erreicht worden, wo haben sich die Sorgen tatsächlich bestätigt in Realität, in Verschlechterung, wo ist was besser geworden. Und dann ziehen wir eine Zwischenbilanz, dann wird sicherlich an einem Tag auch wieder der runde Tisch darüber tagen mit allen Expertinnen und Experten und den Akteuren in diesem Feld. Und dann wird es ganz sicher eine konstruktive Debatte darüber geben, was noch an Qualitätsstandards verbessert werden müssen. Dafür stehen wir offen. Das ist auch im Sinne des Koalitionsvertrages, wo wir formuliert haben, dass nach einer Evaluation des KiföGs auch ein Nachsteuern möglich ist. Daran werden wir nach der Vorlage der Evaluation auch wirklich intensiv daran arbeiten. Das ist das eine. Und das Zweite ist die Frage, die noch bleibt, ist die der Kostenfreiheit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in dieser Legislaturperiode, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr tatsächlich die finanziellen Ressourcen, wie die SPD im Haushaltsantrag mit 60 Millionen € veranschlagt hat, dass wir dieses Geld, Sie haben es auf jeden Fall beantragt, ich glaube, für das zweite Jahr sozusagen, das waren rund 60 Millionen €, die Zahl teile ich ungefähr von der Größenordnung, dass man das jetzt in 17 oder 18 bereits dafür ausgeben sollte. Ich bin der Meinung, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen sollten, um bei den Ergebnissen der Evaluation nachzusteuern. Dann kann man das Geld nicht beliebig oft ausgeben kann. Also das geht zumindest an den seriösen Teil dieses Hauses. Muss man eine finanzpolitische Schwerpunktsetzung machen. Deswegen sagen wir, Kostenfreiheit wird irgendwann mal sicherlich kommen. In naher Zukunft schätze ich auch so ein. Man muss auch einen Einstieg in eine Kostenfreiheit irgendwann mal finden. Aber man muss vorher abgearbeitet haben. Das hat ja auch die Bertelsmann-Stiftung gezeigt. Man muss irgendwann mal abgearbeitet haben, zunächst einmal, dass alle Eltern, die das wollen, tatsächlich auch einen Betreuungsplatz finden. Das war bei, ich glaube, 84% bei der Umfrage die größte Sorge der Eltern, dass sie auch einen Ganztagesplatz finden und einen Betreuungsplatz finden. Und bei weiteren, dass natürlich die Qualität so ist, dass tatsächlich eine individuelle Förderung stattfindet. Und all das macht es mir aus unserer Sicht, aus Sicht der GRÜNEN, auch der CDU, momentan aus finanzpolitischen Gründen, da wir das nicht unbeliebig oft machen können, nicht möglich, in die Kostenfreiheit einzutreten, in die Beitragsfreiheit für die Betreuung, für die Elternbeiträge. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, wann das sich auch hier dazu noch einmal eine neue Diskussion aufkommen wird. Ich will Ihnen nur noch eins sagen, als Letztes, wenn wir, warum ich Ihren Gesetzentwurf für nahezu nicht zustimmungsfähig halte, der bedeutet von den Kosten, das, was Sie gemacht haben, bedeutet die komplette Freistellung aller Elternbeiträge ist, und zwar sofort, würde bedeuten, nach konservativen Schätzen mindestens 400 bis 500 Millionen €. Wenn Sie Ihre Pauschalen noch dazu rechnen, wir haben es mal jetzt nicht wirklich nachkalkuliert, aber zwischen 400 und 700 Millionen € reden wir. Wenn Sie auch noch die Kommunen entlasten wollen von deren Beiträge, ich würde sagen, wir sind bei einer halben Milliarde, sind wir realistisch. Und ich weiß nicht, also bei Ihnen kostet die Westia, Jahrmarkt ist, wie heißt das so schön, im Himmel ist Jahrmarkt, das kommt nicht so aufs Kleingedruckte an, die Schuldenbremse war Ihnen auch wurscht. Das können Sie fordern. Ich finde, dass es keine seriöse Finanzpolitik ist, sondern man muss das Schritt für Schritt abarbeiten, Quantität, Qualität, und dann werden wir uns auch sicherlich zum richtigen Zeitpunkt auch mit dem Einstieg in die Kostenfreiheit auseinandersetzen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Anbetracht der Redner aus dem Bereich der Regierungs- und Oppositionsfraktionen, mit Ausnahme der antragstellenden Fraktion, kann ich es relativ kurz fassen und auf einige Punkte hinweisen, einfach um das noch einmal zu verdeutlichen. Das Erste ist, wir haben es mit einem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE zu tun, der fast der gleiche gewesen ist, den wir vor ein paar Wochen hier behandelt haben.
Damals sind in dem Gesetzentwurf 520 Millionen € Mehrkosten angegeben worden, im aktuellen Entwurf gerade einmal 50% weniger, obwohl gleichzeitig noch Leistungsausweitungen zu verzeichnen sind. Also, das ist sehr erstaunlich und stark, wie man auf solche Zahlen kommt. Sie sind nicht nachvollziehbar, sie sind schlicht und einfach aus der Luft gegriffen, und sie sollen schlicht und einfach nur verdeutlichen, dass man hier mit möglicherweise vorweihnachtlichen Forderungen auf den Markt kommt, die allerdings keinerlei Substanz haben. Zweiter Punkt ist, wir haben nachgerechnet, was die Fragestellung der Beitragsfreistellung, aber auch die Fragestellungen von den entsprechenden Veränderungen in den Pauschalen ausgeht. Letztendlich werden es hier Mehraufwendungen in einer Größenordnung von knapp 800 Millionen € sein, die dieser Gesetzentwurf beinhaltet. Auch an dieser Stelle kann ich sagen, Weihnachten ist relativ nahe. Aber auch wir wissen, dass nicht jeder Wunsch, der zu Weihnachten gestellt wird, auch erfüllt wird. Dritter Punkt ist, ich finde es sehr bedenklich, dass in der Fragestellung einer pflichtgemäßen Anwendung des BEP der Träger, die Trägerverantwortung schlicht und einfach ausgehebelt wird. Mit Fug und Recht haben wir ein System entwickelt, das dazu führt, BEP als Qualitätspauschale auch entsprechend zu honorieren, in Anführungszeichen, bzw. finanziell zu unterstützen, wenn es angewandt wird, sozusagen einen Anreiz für Träger zu schaffen, um an dieser Stelle BEP anzuwenden. Ich erinnere hier sehr intensiv an die sehr intensiven Diskussionen, insbesondere mit den kirchlichen Trägern von Kindertagesstätteneinrichtungen, was die Frage des Implementierens von BEP anbelangt. Dass wir an dieser Stelle die Trägerautonomie aushebeln, indem wir es verpflichtend machen, ich denke und bin der festen Überzeugung, dass damit dem Qualitätsanspruch, den wir mit dem BEP verfolgen, eher eine Tort angetan wird, eher negativ, eine negative Entwicklung hat, als dass es positiv an dieser Stelle kommt. Unabhängig davon, und gehe mal davon aus, dass diese Ergebnisse schon durchaus aussagekräftig sein werden, haben die bisherigen Anreize durch die Qualitätspauschalen dazu geführt, dass BEP flächendeckend in Hessen angewendet wird. Das ist ein großer Erfolg. Und damit komme ich zu dem Nächsten. Ich hätte ja mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs vielleicht noch abgewartet die Antwort auf die mündliche Frage vom gestrigen Tage, wann der Evaluationsbericht vorgelegt wird, und meine Antwort im Dezember, so wie es das Gesetz vorsieht, um vielleicht einmal aus einem Evaluationsbericht, ich kann nur sagen, ich wünsche anregende Lektüre. Wir sind momentan im Druck dieses Evaluationsberichts, damit er auch zugeleitet werden kann. Er ist momentan im Druck, es dauert etwas länger. Er beinhaltet 500 Seiten. 500 Seiten. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ihn noch nicht gänzlich gelesen, weil er ist erst jetzt fertiggestellt worden. Und es ist das Ergebnis eines wissenschaftlichen Produktes und nicht und begleitet durch einen Fachbeirat. Und wir sind momentan eher nur der Administrator der Administration oder der Organisation der Weiterleitung dieses Berichtes und nicht in irgendeiner Art und Weise der inhaltlichen Auseinandersetzung zum jetzigen Zeitpunkt damit. Das werden wir tun. Ich habe das auch an jeder Stelle sehr deutlich gesagt, dass spätestens Ende Januar, Anfang Februar der runde Tisch zum Thema Kinderbetreuung erneut zusammenkommt, verabredungsgemäß, um sich mit dem Evaluationsbericht auseinanderzusetzen. Ich hätte zumindest erwartet, wenn man sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzt, noch einmal 3 Wochen zu warten, bis der Evaluationsbericht vorliegt, bevor ich einen solchen Gesetzentwurf einbringe in den Hessischen Landtag. Aber, Herr Schaus, das Kinderförderungsgesetz ist seit 2014 in Kraft. Und in dem Gesetz steht drin, dass dem Landtag bis zum 31.12.2016 der Evaluationsbericht vorzulegen ist. Und Sie unterstellen doch bitte schön der Landesregierung, dass sie sich gesetzeskonform verhält. Nein. Also, das ist gut, dass wir hören, dass die Abgeordnete das nicht unterstellt. An dieser Stelle ist das dann erstaunlich zu hören. Aber an dem Punkt kann ich Ihnen sagen, selbstverständlich wird sich dort gesetzeskonform verhalten. Insofern hätte man durchaus noch die 2 Wochen abwarten können.
um einen entsprechenden, Punkt zu machen. Also, ich finde das ja, das Schöne ist ja, Sie schreiben ja, und in der Begründung des Gesetzentwurfs haben die Antragsteller ja gesagt, Sie haben in dem ersten Gesetzentwurf schon relativ viel Problematisches hineingeschrieben. Sie nennen es Dazulernen, deswegen ändern Sie es. Ich gehe der festen Überzeugung, bin der festen Überzeugung, wenn Sie den Evaluationsbericht gelesen haben, wie gesagt, ich kenne ihn nur in ganz minimalen Auszügen, aber verglichen mit diesem Gesetzentwurf wird dieser Gesetzentwurf die gleiche Geschichte haben wie der erste. Sie werden ihn zurückziehen und Sie werden oder ihn ablehnen lassen. Sie werden auf jeden Fall keinen Erfolg an dieser Stelle in irgendeiner Art und Weise haben. Und deswegen sage ich noch einmal, Trägerautonomie ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Das Zweite ist, mit den Qualitätspauschalen sind wir auf einem guten Weg. Aber ich möchte an dieser Stelle auf zwei Punkte eingehen. Einen auf den Punkt des Abgeordneten Rock, der gesagt hat, ja, wir müssten uns doch eher dafür einsetzen, wie wir die Akzeptanz steigern können zum Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung. Ich verweise noch einmal darauf, dass wir in der Zwischenzeit, was die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen in einer sehr großen, also in einem deutlichen Spitzenfeld innerhalb der Bundesländer liegen. Ich sage jetzt Bundesländer, weil man das besser versteht. Und dass bei der Fragestellung der Betreuung im Kindergartenalter, also bei den Kindern von 3 Jahren bis 6 Jahren, wir über 96% Betreuungsquote haben. Und über 96% Betreuungsquote zeigt doch ein hohes Maß an Akzeptanz unserer Kinderbetreuungseinrichtungen. Ich bin ja gerne mit Ihnen dabei, zu überlegen, ob wir noch die 3% auch noch gewinnen können. Aber ich bin auch der Überzeugung, letztendlich ist es den Familien freigestellt in ihrer Entscheidung, ob sie eine Kinderbetreuungseinrichtung, die ihnen angeboten wird, nutzen oder ob sie sich entscheiden, ihre Kinder auch ohne Kinderbetreuungseinrichtung zu erziehen. Das ist für mich genauso wertvoll wie das andere. Ja, das mache ich. Und der zweite Punkt, das ist doch vollkommen klar, dass Herr Abg. Merz, ich auf das, was ich Ihnen schon als Zwischenruf zugerufen habe, noch einmal kurz eingehe. Ich danke Ihnen, dass Sie sagen, wir müssen aufpassen in einer solchen Diskussion, dass wir nicht alles der kommunalen oder der Trägerebene vorgeben und letztendlich Standards setzen landesweit, ohne den Trägern eine Möglichkeit zu geben, eigene Schwerpunkte zu setzen. Ich hoffe, ich habe Sie dort einigermaßen richtig verstanden. Wenn ich Sie einigermaßen richtig verstanden habe, dann verstehen Sie mich bitte schön auch einigermaßen richtig, dass ich mich vehement gegen bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben wende, die auf der Bundesseite vorgegeben werden und die alle Länder verpflichten sollen, alles über den gleichen Löffel zu balbieren. Ich finde, das können wir an dieser Stelle dann gemeinsam konzertieren, dass das dann nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir die Eigenheiten, die Eigenarten, aber auch die Möglichkeiten der eigenen Gestaltung ausnutzen müssen, sei es auf der Landesebene oder sei es auf der kommunalen Ebene. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen uns keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den SIA.